Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Division 1 und mit mir dabei natürlich wie immer Mr. Egomann. Moin. Wie er seit letzter Folge heißt. Und ja, wir brauchen jetzt noch ein Unentschieden, dann haben wir zumindest schon mal die Klasse gehalten. Wenn es schon mit dem Aufstieg diese Season nichts wird. Ich sag immer diese Season, Alter. Diese Saison nichts wird. Und ja, also wenigstens der Klassenerhalt sollte auf jeden Fall machbar sein. Ist nicht klein. Gut, das war's für die heutige Folge. Ich hab vergessen, dass das Salami ist und dass er auch gut schießen kann. Salami aus Irani oder was? Aus Ägypten. Können wir jetzt mal weitermachen? Nicht, das ist ja. Okay, komm, jetzt spielen wir richtig. Ich stell mein Ego mal ab. Oh, wohin? In welcher Ecke? Ja, da okay. Ist er weg. Ich wollte gerade sagen, er meldet sich nochmal ganz kurz zu Wort. Ich will doch mal bleiben. Oh, lol. Ja, genau so sollte das passieren. Glaube ich dir. Aufs Wort. Aufs Maul? Ja, Mann. War immer dieser Salat, ne? Ja, warum? Ich kann ja nicht an, dass da 26 Menschen hinterher sind. Das war mal schlau von mir. Nein. Es war zwar ungewollt, aber es war irgendwie schlau. Alle nach vorne, ich mach mit dem Torwart nach hinten und ja. Lulz. Lulz. Guck mal, du willst wieder hier dribbeln. Ich wollte gar nicht dribbeln. Ball weg. Ja, und da zack hab ich ihn wieder geholt, du Lappenkopf. Zack ist der Ball weg, wenn du willst. Ja, ich wollte auch mal so sein wie du. Ja, genau. Oh, guck, siehst du? Und du hast den Ball nicht zurückgeholt. Vielleicht die Schippe, was ich 11 Minuten. Ja, 11. Ja. Na komm. Das war's. Alter, viel. Aber, Junge, Reus ist so ein Lauch. Er kann den Ball nicht mal abschirmen. Das ist Karma, Alter, wenn du cocky wirst. Was für ein Mistvogel, ey. Guck, und Salat ist direkt wieder weg, Alter. Ja, der ist schnell, die Sau. Also irgendwie kriegen wir leichte Gegner, schwere Gegner, ja. Leichte Gegner. Damit die Folgen Gegner. Spannend sind. Warum ist da rechts keiner? Ich mach weit. Ja, bitte. Ach, er überrennt mich einfach, oder was? Du bist zu nett. Ach, komm. Sehr schön. Schöne taktische Grätsche. Warum sagst du immer taktische Grätsche? Weil es eine taktische Grätsche war. Das finde ich einfach Grätsche. Oh. Null. Schönes Ding. Danke. Schön durchgemogelt. Ja, wie haben wir das jetzt gemacht? Ich weiß es auch nicht, Alter. Sauber. Ja. Oh Mann. Das ist mir zu viel. Weil viel zu viele Tore. Ah ja, fürs falsche Team halt.
ein bisschen. Ja, er hat mich einfach gelesen. Guck mal, der macht dieselbe Taktik wie du. Ball in den Arsch. Oh. Soll geil sein, habe ich gehört. Soll geil sein, okay. Guck dir das an, die ziehen einen zurück, Digga. Ich hoffe, er stirbt an dieser Grätsche. Irre. Das kann nicht wahr sein. Jetzt guck dir das mal an, Digga. Wie kann der denn den Ball bekommen noch? Das macht absolut gar keinen Sinn, Alter. Nach weit. Irgendwie. Hast du die Ausstellung geändert? Kann das? Nein. Okay, dann verstehe ich nicht, warum da vorne, da hinten keiner mehr steht. Ich hatte mal kurz auch sehr defensiv gestellt. Aber das ist jetzt wieder vorbei. Hey, also, Alter. Bringt irgendwie nichts. Weil wir kriegen den Ball da nicht raus. Guck dir das an, Digga. Wenn wir den Ball haben, ist er sofort wieder weg. So. Guck mal, das ist Mann! Hä? Oh. Ey, Alter. Ich verstehe das echt nicht, Mann, Alter. Und das macht auch so keinen Spaß, Alter. Wie der erste Ball, den wir haben, sofort wieder weg ist. Ey, ich kann nichts machen, Alter. Ey. Hey, Digga. Das kann nicht sein, Alter. Guck, er grätscht mich und er kommt wieder am Ballbesitz, ne? Genau, töte ihn. Schlitz ihm die Kehle auf. Auf dem Platz. Alter, ey. Och, guck dir das an. Ja, wow. In dem Moment, wo ich abpassen will, läufst du in meinen Weg. Das gibt's einfach. Digga, ey. Das ist an 12 zu 6 Schlüsse, Digga. Wir kommen da nicht raus. Es nervt mich so ab. Ja, vor allen Dingen, weißt du. Ich muss gerade kurz trinken, sorry. Vor allen Dingen, ja. Egal was ich mache, Alter. Es ist so, als wenn der Gegner in meinen Kopf guckt. Als wenn der weiß, welche Tasten ich drücke. Oder wo ich hin will, was ich als nächstes vorhabe. Das ist absolut lächerlich, Alter. Na komm, jetzt hier scheiß auf die Halbzeitpause, die brauchen eh keine. Sind doch nicht gelaufen. Dann pfeift der eigentlich zweimal, ist der blöd? Keine Ahnung, das buggt, glaube ich. Hä? Ach man, was sind das denn hier für Dinger? Frustfaul, ey. Guck mal, weil er wusste es auch wieder. Ja, deswegen. Nach unten gegangen. Und das verstehe ich nicht, Alter. Wieso die Gegner einen so krass antizipieren können, dass man nichts tun kann. Junge, als ob er es wusste, dass ich passe. Dann pass doch mal dahin, wo die's.
wo die nicht mit rechnen würden. Ja, aber die rechnen ja mit allem. Oh, zum Beispiel. Hä? Doch nicht auch, doch, genau. Oh, schade. Nice try. Ja, ich weiß, danke. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, Alter. Es ist egal, was ich mache. Es bringt alles nichts. Man legt sich weiter vor und der kommt trotzdem am Ball. Ja, sind ja auch die Gegner, sind ja nicht wir. Oh. Alter, warum grätscht er denn jetzt? Da hat er nicht genutzt. Da hat er nicht genutzt. Warum grätscht der Torwart so früh? Weiß ich nicht. Du mein Jude. Digga, du musst dir mal was Neues einfallen lassen, ey. Pass oder so. Was soll das denn, Alter? Oh. Oh, wir haben rote. Ja, der hat ja schon gelb gehabt. Warum faulst du denn? Warum faulst du denn, Alter, du Muschi? Ich hab nicht gefault. Ja, davor aber. Das ist auch nicht ich. Ja, ich weiß. Nein. Du hast die Karte von, die gelbe Karte von Reus provoziert. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich weiß es aber. Ja, ich weiß es aber. Da habe ich nämlich doch gesagt, Frustfoul. Ach ja, stimmt. Das war's trotzdem, du. Du hast mich davon abgehalten. Ach so. Ja. Warum kommt der Torwart raus? Was ist denn da los? Keine Ahnung, frag ihn. Meter. Hä, doch nicht? Wieso warum? Kriegt dann er gelb? War ja auch kein Foul. Sondern? Kein Foul. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist keiner mehr hinten von uns oder was? Gefühlt. Lol, ich hab den gar nicht gesehen, Alter. Oh mein Gott, Dicker, lass uns das jetzt machen. Ja, nice try. Ich dachte, er geht rein und dann sieht er. Dann ja, dachte ich auch. Ja. Klar, darf halt nicht so mal. So, besser wird nicht so. So kannst du wenigstens keine Fehlpass machen. Stimmt. Aus der Perspektive habe ich noch gar nicht gesehen. Alter. Was? Ja, ich kann nichts machen, Alter, wenn er sich denn so weit vorlöst. Ja, das geht gelb-rot wahrscheinlich. Nein. Doch. Nein. 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 Warum? Ey Junge, lass dir doch eine Millisekunde Zeit, Alter, und spiel den scheiß verkackten Ball mit dem Fuß, Alter. Nicht mit dem Kopf. Spast. Oh, Junge, Alter, ich raff das nicht, ey. Also immerhin 2-6, ne? Ja. 1-6. Wie ah, das doch nicht, ist Alter. 3-6. Oh, das ist nicht ah, wahr, dass meiner nicht an den Ball kommt. Jupp, das wird eher das 2-7. Nee, das wird nee, 2-7.
Pistons sind 3-6, 4-6. Und das glaubst du wirklich? Ja, wenn wir das mal vernünftig nach vorne spielen und ruhig nach vorne spielen und nicht immer so hektisch und den Ball verlieren dann. So zum Beispiel? Nein! Schade, Alter. Jetzt kretschst du mich schon. Oh mein Gott, das gibt fucking Elfmeter, Alter. Und rate, wer wieder halten darf. Du? Na klar. Wer sonst? Ja. Rechts. Dachte ich euch. Ja, vom Torwart rechts. Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Das wird immer so auf die Fresse bekommen. Ja, aber immer. Immer stimmt ja nicht. Irgendwas machen wir doch verkehrt. Ja, keine Ahnung, Alter. Hä? Vielleicht sollte ich mir echt mal Tutorials angucken. Wie man so ein Spiel jetzt. Wie verliere ich nicht 7 zu 2? 8 zu 2, sorry. Das Ding ist, ich bin nicht mal sauer, deswegen, ich find's irgendwie lustig. Ja, ich find's traurig. Also sauer bin ich nicht, ich find's einfach nur traurig, Alter, was, dass wir es nicht geschissen kriegen, gegen solche Mistkinder zu gewinnen, ey. Oh, nochmal Pass. Oh, ist der Zucker. Blöd. Aber ich dachte, du zu hast zu weit den vorgelegt. Ja, dachte ich auch, aber dann war er so, nö. Wie soll ich denn da einwerfen? Unten! Na, ja, schade. Digga, guck dir das mal an. Er schießt ihn dann weg wie so eine Hure Homosau. Hure Homosau. Abseits. Nee. Doch. Das kann nicht wahr sein, Digga. 8 zu 2, das ist so peinlich. Das ist wirklich. Das ist. Also, ich weiß es nicht. Ja, aber guck's dir an, Alter. Wenn wir so scheiße spielen, Alter. Ja, guck, Alter. Und die Gegner spielen wie Hurenkinder, Alter. Sind das dieselben wie eben, oder was? Nein, nein. Stimmt, sonst wäre es 10-0 und nicht 2-8. 2-8. Ja, sag ich ja. 3-8 hast du gesagt. Ja, guck, weißt du, und sowas ist dann direkt wieder durch, Alter. Wie soll man dann noch Bock auf dieses Drecksgame haben? Junge, ey, es geht einfach alles. Was soll ich denn machen, Mann? Missgeburt. Nicht zu dem Gegner. Digga, ich wollte ganz normal klären. Nicht zu Gegner, Alter. Jetzt ich mir gedacht, ich schieß mal den Gegner an, mal gucken, was dann passiert. Mistkopf, Alter. Ich find's traurig, Alter. Ich find diese Scheiße, die größten Missgeburten haben einfach immer das meiste Glück, Alter. Und das ist in fast jedem Spiel so, Alter. Egal, ob es FIFA ist oder ob es ein Rainbow ist, Alter. Immer die größten Spasti-Kinder haben das meiste Glück. Aber ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Steckt euch diesen Sieg in euer scheiß Arschloch rein, Alter, und verreckt dran. So, wir sehen uns nach der Halbzeit. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Halbzeitpause und jetzt spielen wir gegen Real Madrid. Ich guck mal eben, okay, es sind auf jeden Fall nicht dieselben Missgeburten und auch keine Missgeburten von anderen Partien vorher. Mal schauen, ob wir ja wenigstens jetzt mal wieder ein bisschen Glück haben. Steckt durch! Ah, schade. Alles gut. Okay. Ah, schade. Elfmeter. Rote Karte.
Ja, mach ihn! Sehr schön, Alter! Sauber. Das war. Das war richtig klar. Schön. Hummels, die Sau. Okay, ich muss mal, müsste eben kurz auf dem Handy zurückschreiben. Okay. Mir? Nee, dir doch nicht, Alter, als ob ich dir zurückschreibe. Stimmt. Oh, schön, Alter. Jetzt passt. Oder so, ja. Okay, du brauchst mich nicht, ne? Ich bin da mal weg. Ego halt. Ich bin da mal weg. Lol. Lol. Er macht den Käfer erstmal. Lol. Was war das denn? Ja, das hatten wir schon mal gehabt. Vielleicht weiß. Komm. Guck mal, ob die Gegner mal null Schüsse bekommen aufs Tor. Direkt zack nach unten. Schön, das gibt einen, kein Tor. Warum auch immer. Warum auch immer Reus so weit nach vorne gegangen ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Alter Falter. Ach komm schon, es steht doch nur 2-0. Lol. Ja. Okay. Theoretisch könnten wir jetzt sagen, komm, wir machen Feierabend, aber ganz ehrlich. Ne, warte mal, wir sind doch jetzt aufgestiegen, ne? Ne, aufgestiegen. Ey, wir können. Dicker! Ne, wir machen jetzt noch eine, Alter. Wir können mit dem nächsten Scheiß, den können wir sogar noch aufsteigen. Komm, lad mich ein, schnell. So, wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Das ist die Verlängerung. Die Nachspielzeit und ja, es geht für uns jetzt sogar tatsächlich noch um den Aufstieg, was wir beide ehrlich gesagt nicht gedacht hätten. Denn mit dem nächsten Sieg könnten wir sogar doch noch in Liga 3 aufsteigen. Und deswegen gibt es einfach noch ein drittes Spiel. Woo! Er kommt da angestürmt, Alter. Ja, schön. Er hat mich gelesen. Hä? Lol? Hä? Damit habe ich jetzt fein, absolut, ne? Nicht mehr. Ja, voll, Alter. Vor allem, weil ich damit nicht gerechnet habe. Deswegen habe ich halt noch Dingens gedrückt. Die Taste. Um den Ball halt zurück zu erkämpfen, aber. Schieß. Schön. Schön, Alter. So will ich immer spielen, Mann. Warum nicht ebenso, Mann? Aua, Alter, das muss doch wehtun. Eigentlich schon. Das macht keinen Spieler im wirklichen Leben, Alter. Instant Rückenbrochen. Oh fuck. Das ist auch in die Mitte passen können, da ist noch nicht gelesen. Ja.
Sorry, ich habe zu früh abgespielt. Alles gut. Ja, aber Mann, Alter! Das wird der Aufstieg, Alter! Ich hab's im Spitzstrahl! Schön, Alter! Da dachte ich so, oh, what? Und dann war ich dann plötzlich frei und dann dachte ich mir so, uff, ah, okay, der wird rausgehen, Alter! Der oder die? Boah, 70% Ballbesitz! Ernsthaft? What the heck, Alter! 3 Schüsse, 2 aufs Tor, easy. So gefällt mir das. Die werden locker umstellen oder ja, raus, gegenseitig verhauen. Rausgehen werden sie nicht, dann werden sie schon nichts raus. Ja. Nee, nee, die haben umgestellt. Hex angemacht. Ja, oder das? Guck mal, jetzt fixen sie auch noch oder was? Hast du. Hä? Oh. Junge, ich drück voll durch und der wirft da hin? Ist ein DX echt an. Und der ist an, Digga. Ja, jetzt mal ohne Scheißen, Alter. Gibt es das wirklich? Ich weiß es nicht. Auf Pause gedrückt und auf einmal... Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, ne? Ja, ja. So, erstmal runterkommen. Er hat's wörtlich genommen. Stellt sich in den eigenen Schuss, Alter. Wie blöd ist er denn, ey? Stellt sich in den eigenen Schuss. Ja, in dem Schuss vom eigenen Spieler. Also ich finde es strange, Alter. Ich finde das wirklich strange langsam. Erst sind die so unterlegen und angeblich nur durch irgendwas umstellen, soll es dann plötzlich besser laufen. Das ist das Stellungsspiel. Ja, aber ich weiß nicht. Ganz ehrlich nicht. Die haben ja auch Fünferkette umgestellt, ne? Wir? Ja, die. 5-3-2. Ja, ja. Ja, aber es kann nicht sein, dass es dann plötzlich kommen sie besser durch, verteidigen besser, pipapo. Ich glaube, ich habe auch auf Überkettung gestellt, da wo wir 6-1 verloren haben, da haben wir auch ein Tor gemacht. Ja, ein Tor, aber man ändert doch nicht plötzlich so komplett sein ganzes Spiel. Wie sie spielen, nö. Nee, ja, deswegen meine ich ja. Naja, egal. Geht ja noch. Oh, fuck, Alter. Ich dachte, er kommt durch, ey. Ich hau nicht meine Sprüche. Nö. Hä? Oh, schade, Alter. Nice try. Ja, mach genau dahin. Da? Ja. Schade. Schön durchgesteckt. Danke. Ah, komm ich jetzt zurück. Scheiße. Ja, das wollte ich gerade machen, aber. Zu offensichtlich. Aber. Nein, ich wollte gerade durchstecken. Lol. Chaos in der Abwehr. Schön. Ja, aber jetzt verlier den nicht, Alter. Das ist über Geld. Oh, schön reingestellt, Alter. Was macht der denn da oben, Alter? Oh, das gibt eine Karte.
nice try. Ja. Ah, schade. Ah, schade. Egal. Gibt auf jeden Fall jetzt erstmal die Halbzeit hier. Schauen wir mal. Ja, 62% immerhin noch, ne? Ja. Passgenauigkeit 87%. Gut. Ich hab über 100. Ja, das geht schlecht. Aber die haben auf jeden Fall deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen. Mhm. Ja, aber ansonsten spricht die Statistik auf jeden Fall für uns. Na, guck mal, von 3 Schüssen aufs Tor sind 2 reingegangen. Ist doch nicht verkehrt. Oh, Digga, Ehre. Jetzt mach direkt. Schön. Das war ja leicht. Schönes Ding, Alter. Jupp, die gehen raus. Ja. Ja, Leute, da bist du in der Liga 3, ne? Ja. Krass, Alter. Ich hätte, ohne Scheiß, Alter, wie die Saison gelaufen ist, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das ehrlich noch packen. So hart, wie wir teilweise auf die Fresse bekommen haben, Alter. Jetzt zweimal richtig extrem. Das war richtig peinlich. Zweimal. Ja, aber wenn du jetzt reflektierend betrachtest, ne? Reflektierend betrachten? Mach nicht schlecht. Ja, ja, okay, komm. In diesen beiden Spielen, Alter, ist absolut alles falsch gelaufen für uns und absolut alles richtig gelaufen für die Gegner. Also noch mehr Luck als die hatten, konnte man gar nicht haben. Nee. Also bei uns ist wirklich alles schief gegangen und die haben Sachen gehabt, Alter, wo du dir denkst, ne, das kann nicht sein. Geht doch nicht raus. Ne, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Kommando zurück, wir sind noch nicht. Aber pass auf, beim 4-0. Ja, komm, Alter, als ob wir das jetzt noch verlieren. Vielleicht sind sie wieder zu 10 und wechseln mal die Spieler aus. Unten? Scheiße. Sorry. Alles gut. Ey. Das nennt man Körpereinsatz. Ja. Und das nennt man eigenen Mann wegchecken. Der war sauer. Ja. Ich will meinen Ballbesitz wieder haben, Mann. Oha, aber das so wird das nichts! So wird das. Oh nein. Nicht, gar nichts kannst du, wenn man nicht braucht da hinten. Als Maul, Alter. Immer direkt 11 Meter und du darfst ihn selber halten. Und ich sag dir, er schießt unten rechts. Wieso, Ronaldo? Hab ich was nicht mitgekriegt? Was denn? Wieso haben die Ronaldo? Hä? Schon lange, auch letztes Jahr schon. Hä? Ist das Juventus Turin? Ne, ist es nicht. Doch, ist Juventus Turin. Dicker, ist es nicht? FIFA, doch, FIFA hat aber die Lizenz für Juventus Turin nicht. Die hat nämlich Konami mit Pro Evolution Soccer und darum musste FIFA Juventus umbenennen, Leute. Schön. Nice. Es oh, schade. Nicht. Es gibt es nee, aber das wusste ich gar nicht. Jetzt weißt du es ja. Ja. Komm durch. Lass mich von meinem gepflegten Ballbesitz in Ruhe, ja? Oh, fuck, Alter. Da wir locker nur noch 20% Ballbesitz. Wir. Ja. Genau. Hab ich. Och, Alter, was war das denn für ein Pass? Oben. Nicht da oben. Ja, ich weiß. Ist das mit dem Ruhe und lass ruhig spielen, sonst verkacken wir das wieder. Genau. Um? Schreib mich nicht an. Doch. Oh. Anstatt oben zu spielen! Ja, ich hab da so eine Chance gesehen. Ja, Ego-Mann. Na, schade. Wäre der durch gewesen, dann wäre ich durch gewesen.
Gut, ne? Lava. Jo, verursacht doch einen Elfmeter. Immer wenn man dich da hinten braucht, fällt ein Tor. Ja, ja, komm, Alter. So, und jetzt das bitte wiederholen spielen, weil wenn wir den Ball wieder vorne so schwul verlieren, dann ja, passiert wieder gegen Tor Wiese. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn ihr das jetzt nicht pfeift, ne? Junge, wie oft könnt ihr denn Pause machen? Frag die Gegner, Alter. Ich weiß es echt nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wahnsinn. Sinn. Bahn. Wahnsinn. B2 hat verloren gegen Vitality. Ja, zu Recht. Spastenteam. Ich hab's gar nicht gesehen. Also Argoni hat gesagt, die gewinnen. Ich hab gesagt, wir spielen unentschieden. Und sie haben verloren. Aber nicht. Wie ging das denn jetzt so nochmal? Am besten drückst du eine Taste. Vielleicht eine andere. Ich wollte selber aufs Tor schießen. Oh ja, guck mal, die kuscheln. Gefällt dir, ne? Mhm. Männer kuscheln zu sehen. Drecksau. Ja, was denn? Du, nicht ich. Geiler Doppelpass. Ja, ne? Lol. Komm durch. Oh mein Gott. Komm nicht dahin. Doch. Nö. Okay. Komm unten. Komm gerade durch, oder nicht? Jo, Elfmeter. Nee, ja, aber noch Dingens. War noch nicht 16. Keine Rote gibt. Hätte es eigentlich geben müssen. Ja, ich kann keine Freistöße. Scheiße, dann mach ein bisschen weiter hoch. So wie das Lattenkreuz. Unter das Lattenkreuz. Und dann ganz kurz drücken. Wobei, jetzt stell die zu, Digga. Ist einfach zu kotzen, dass sie das können. Mach einfach so. Ja, komm. Ja, ich drück auf irgendwas jetzt, ey. Digga, das ist verdammt schwer, Alter, das scheiß ja, Kreuz, ne? Da zu halten. Ne? Ja, das Problem habe ich zum Glück nicht. Bei mir bleibt es einfach da. Ja, schön für dich. Das hat seine Vorteile und Nachteile, ne? Das stimmt allerdings. Ja, schwieriger zu merken alles, aber wenn man es raus hat, dann ist es einfacher irgendwie. Zu spät. Wow, ich dachte, du machst selber. Ja, ich dachte auch, der kommt weiter raus. Den krieg ich ab. Oh lol. Er zieht zurück. Ich pass. Ah shit. Wohin denn? Ja, zu dir wollte ich eigentlich. Ja, wollte. Spolte.
Das ist der Aufstieg. Lappenkinder. Ich habe schon früher damit gerechnet, dass sie rausgehen. Ja, ja. Hängt das Spiel bei dir auch? Ja. Sehr schön. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt wirklich nicht mehr. Gut, Leute, dann war es mit der heutigen Folge. Haben wir ja gar nicht so krass überzogen wie gedacht. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten. Tschüssi!